Hallo liebe Schlagzeuger, heute möchte ich euch mal die vorgezogene 1 erklären. Das ist nichts anderes wie Crash und Bassdrum auf der 4 und. Ich zeige euch mehr Möglichkeiten, also die beste zeige ich euch jetzt gleich mal. Wichtig ist, dass man nicht zu früh anfängt, wenn es auf der 2 wieder weitergeht. 1 und 2 und 3 und 4. Also das finde ich ist die eleganteste Variante, weil da lässt man schön das Becken klingen und fängt dann auf der 2 mit Snare und High gleichzeitig wieder an. Ihr könnt es dann, die nächste ist, was zum Beispiel Lars Ulrich oder so, die Bassdrum vor der 2, also auf der 1 und mitspielen, das wäre dann so. Die nächste, ihr spielt die Hi da auch noch mit bei der Bassdrum auf der 1 und. Ja. Und das wären mal so die geläufigen. Ja. Wichtig ist, nicht zu früh anfangen. Lieber ein bisschen laid back mit der 2 wieder anfangen, weil wenn ihr zu früh anfangt, ist der ganze Effekt weg. Also das kann man immer einsetzen. Ich finde das super. Und braucht man nicht so viel Tomswirbel und Filz spielen. Ja. So einfache Sachen, wenn die gut gemacht sind, reichen auch. Ja. Gut, viel Spaß!